mein egoistischer Wunsch. Ich habe auch gelegentlich öffentliche Auftritte und lese dann aus Büchern, das ist ein Text. Und lese dann hinterher in den Bericht in Zeitungen, dass sich fast die Hälfte des Textes damit befasst, die Farbe meines Hemdes, ob die Jacke zur Hose passt, welche Schuhe ich trage und lauter solche Dinge. Das ist in Macht an Äußerlichkeiten dort, wo der Journalist gefordert wäre, die Kürze eines Textes im Rahmen einer Lesung und auch zusammen mit dem Publikum. Das darzustellen, das kommt in der Regel zu kurz. Das ist also nur das ganz Egoistische. Im Grunde betrifft es auch die Literaturkritik. Der angelsächsische Literaturkritik ist der größte und namhafteste Kritiker nicht zu fein dem Leser, denn dafür scheint er ja eine Inhaltsangabe zu geben, was mit dem Punkt geschieht. Das passiert in der deutschen Kritik ganz selten. Höre, was sich der Kritiker vom Autor gewünscht hat. Entweder ist es dem Autor gelohnt, teilweise noch ganz die Wünsche des Kritikers zu erfüllen, dann ist das ganz gut. Wenn er aber unter dem Niveau der Wünsche des Kritikers geblieben ist, dann unterschwierig. Ein Einlegen auf das Vorliegende, was der Autor gewollt hat, kommt dann in der Regel zu kurz. Wir haben verstanden, die Rückkehr zur Kernsubstanz, und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführung, für die Zeit, die Sie hatten. Sisyphus, glaube ich, hat sich gefreut über Ihre Rede, und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch möglichst lange in dieser Intensität Ihre Schaffenskraft behalten. Vielen Dank, dass Sie da waren.